One, two. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Sag mal, was machst du denn dort eigentlich? Du hast doch bald Geburtstag. Ja. Und? Das wird dein Geschenk. Mhm. Ein Hut aus Papier. Sieht das aus wie ein Hut? Nö. Nee. Sondern? Wie ein Schiff. Gut. Und das? Ein X. Anna. Oh, ein Kreuz. Gut. Und jetzt im Zusammenhang. Ein Kreuzfahrtschiff? Super. Und mein Geburtstagsgeschenk ist eine? Ne? Kreuzfahrt? Super, 100 Punkte. 8 Tage für 2 Personen westliches Mittelmeer, all inclusive. Ich muss es dir nur jetzt schon sagen, damit du den Termin frei hältst. Ich habe schließlich über ein Jahr drauf gespart. 1780 Euro. Nee. Fehlen noch 210, dann kann ich buchen. Aber die kriege ich zusammen, glaub mir. Oh, glaub, du bist verrückt. Quatsch. Ist mir eine Ehre. Und ein Vergnügen zugleich. Verdammte Technik. Das darf nicht wahr sein. Lütke! Sag mal, die Elektronik spinnt wieder. Kannst du mich ein Stück mitnehmen? Du, ich muss eigentlich gerade ganz dringend zum... Danke, Lütke, guter Mann. Ich weiß auch nicht, es ist das dritte Mal diese Woche. Wahrscheinlich die Batterie. Solltest du mal die Werkstatt damit. Wollte ich ja. Gestern, sage ich zu Springer, kann ich heute mal eine Stunde früher gehen. Die Autotür spinnt. Sagt sie, ja, kein Problem. Aber erst muss die Statistik fertig sein. Welche Statistik? Ja, was weiß ich denn? Aber ich sitze dann da bis 7:30. Nur weil Frau Superkommissarin Springer ist. Manchmal könnte ich die. Ja, so ist es eben. Nee, so ist es eben nicht. Das ist nur so, solange man sich das gefallen lässt. Genau so lang ist das. So ist das. Ich halte noch mal an dem Kiosk. Ich brauche noch ein Sixpack für heute Abend. Beeil dich. Bin gleich wieder da. Polizei! Waffe weg! Sofort! La, Anna! Waffe weg! Anna, mal mit, ich habe nichts gemacht. Waffe weg, habe ich gesagt! Bist du taub? Okay. Sofort! Mann. Anna, mal mit, ich habe... Hände in deinen Kopf! So ist gut. Ich hab nichts gemacht, Anna! Was machst du da? Ja, Raubüberfall verhindern. Aber der Junge, der... Ja, das ist der Tätermann. Lübcke, ruf Verstärkung. Der Junge arbeitet hier. Das ist Faruk, der Sohn vom Besitzer. Tut mir leid. Wer ist noch was? Täter weg. Hä? Der Typ steht hier und will klauen. Ich bin mit Waffe dahin vom Vater und hab ihm gesagt, nicht klauen, halt, stopp, halt. Ja, Kollege, und, so wie es aussieht, haben Sie den Kioskverkäufer überwältigt und den Täter laufen lassen. Ja, aber die Lage war eindeutig. Jeder andere in meiner Situation hätte das auch so gemacht. Das wird wohl erst eine interne Ermittlung klären. Hm? Von mir aus. Mm-hmm.
Na, Overbeck, noch da? Noch, ja. Okay, dann reden wir morgen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, mitten in der Stadt, mitten in Münster, in bester Lage. Wir reden von einem Antiquariat? Ja klar, wovon denn sonst? Warst du denn nicht zu Hause? Doch. Ich bin eingenickt in meinem Sessel. Mein Haar hätte ich ihn erwischt, um ein Haar. Das hier hatte verloren. Was ist denn das? Eine Anstecknadel. AKL. Jemand eine Idee, was das heißt? Allgemeine kriminelle Lumpen. Das ist irre hilfreich. Weißt du, was hilfreich wäre? Na? Du würdest dir die Nadel anstecken und warten, ob dich jemand drauf anspricht. Meinst du, Einbrecher tragen heutzutage Abzeichen? Naja, die arbeiten heutzutage schon bandenmäßig. Professionelle Arbeitsteilung. Der eine knackt die Tür, der andere fährt den Wagen. Danke. Sehr nützlich, das jetzt zu wissen. Und du hast wirklich nichts gesehen? Nein. Überhaupt nichts? Mensch, ich kam aus einer Traumphase. Muss ich mich jetzt dafür entschuldigen, dass ich in meiner Wohnung, in meinem Sessel eingeschlafen bin? Hättest du Licht oder Radio angelassen, dann wäre der Typ vielleicht gewarnt gewesen und gar nicht erst bei dir eingestiegen. Mit anderen Worten, ich, das Opfer, bin selber schuld, dass ich nicht die ganze Nacht hellwach hinter meinem Tresen hock. Mensch, Georg, so hat's doch Ecki gar nicht gemeint. Doch. Was fehlt denn überhaupt? Meine Tageseinnahmen. Ja, so viel kann das ja nicht sein. Und meine Rücklagen. Seit wann hast du Rücklagen? Für besondere Ausgaben sind jetzt alle weg. Verstehst du? Wir müssen eine Linie fahren. Sag einfach, du hättest gesehen, wie der Typ mir die Waffe aus der Hand geschlagen hat. Das hat er doch gar nicht. Dann, dass es so aussah, als ob er es wollte. Ich hab doch nichts gesehen. Deshalb ja, eine Linie fahren. Wenn jeder was anderes erzählt. Diese Lügerei bringt doch nichts. Schalt lieber den Personalrat ein, die sind auf unserer Seite. Du meinst doch nicht die Hafenstein. Warum denn nicht? Sag mal, hattest du nicht was mit dir? Ich? Ja? Letzten Sommer, beim Betriebsfest, als du besoffen unter ihren Rock gerutscht bist. Schluss! Kein Wort mehr über diese Frau. Das hat nie stattgefunden. Nicht? Nein. Manchmal denke ich, es wäre besser, wenn man gar nichts macht. Ihr Verhalten war ja eigentlich richtig, nur eben überhastet. Auf der Polizeischule sagte man mir, dass ich mitunter zu schnell denke. Da war man noch der Ansicht, dass Sie überhaupt denken. Aber keine Sorge. Ich werde zu den Konsequenzen stehen. Da wäre dann noch die Sache mit Ihrer Dienstwaffe. Bei diesem besagten Einsatz haben Sie sie also tatsächlich verloren? Ja. Der eigentliche Täter muss sie an sich genommen haben. Ah. Ich war ja abgelenkt, als ich den Täter festhielt. Den vermeintlichen Täter, nicht den eigentlichen. Ja, ja, verstehe. Natürlich. Bedauerliches Missverständnis. Leider nicht der erste. Hören Sie, Overbeck, das Ganze wird ein Nachspiel haben. Und zwar eine Anhörung in Anwesenheit des Personalrats. Wer kommt? Frau Hafenstein. Och, nö. Kennen Sie sie? Vom Wegsehen. Ich habe gerade den Bericht der Kollegen bekommen. Der Überfall auf den Kiosk. Dumm gelaufen. Ja, das kann man wohl sagen. Sie haben nicht den Täter überwältigt, sondern das Opfer. Entschuldigung. Es tut mir leid, ich habe mich beeilt, aber die Personalratssitzung und dazu die tägliche Arbeit auf der Dienststelle. Willkommen, Frau Hafenstein. Hallo zusammen. Ja, ich möchte vorausschicken, dass ich mich im Vorfeld sehr intensiv mit Herrn Overbeck beschäftigt habe. Also mit seinem Fall, der mich berührt hat, der mich eindringlich berührt hat. Also rein menschlich. Verzeihung, mir ist gerade nicht gut. Ich müsste mal kurz... Ja, natürlich. Ein paar Minuten. Hörst du?
Es ist vorbei! Alles in Ordnung? Ja, ja. Gut, ich habe die Aussage von Kriminalkommissar Overbeck gelesen. Er behauptet, dass die Lage eindeutig war. Vielleicht war sie das auch im ersten Moment, aber einen Augenblick länger beobachten, eine Minute länger nachdenken. Frau Hafenstein, Herr Overbeck arbeitet mit mir im Morddezernat seit vielen Jahren zusammen. Und wir geraten immer wieder in Situationen, wo ganz schnelles Handeln erforderlich ist und langes Nachdenken tödlich sein kann, verstehen Sie? Natürlich. Ich bedenke auch die Persönlichkeit von Herrn Overbeck, den ich schätze als jemanden, der sich gerne reibt an den Dingen, der auch mal tiefer in die Materie eindringt. Aha. Sie kennen Herrn Overbeck doch offensichtlich besser, als ich dachte. Frau Springer, als Mitglied des Personalrats bin ich über viele Mitarbeiter gut informiert und kann daher sehr gut beurteilen, dass die Leistungsbilanz von Herrn Overbeck nicht jene Qualität und Ausdauer besaß, die vielleicht wünschenswert gewesen wäre. Ach ja. Ja. Ich habe hier mal die Vorkommnisse aus den letzten Jahren zusammengetragen. Bei einer Signalfahrt zum Beispiel will er einer jungen Kollegin imponieren, fährt dabei einen Passanten tot und verletzt die Kollegin schwer. Ja, aber... Er infiziert das Computernetzwerk der Münsteraner Polizei mit einem Virus. Er untersucht molekularbiologisch den Kot von Hunden, belangt die Hundehalter mit einem Bußgeld und übersieht dabei aber, dass die Kotuntersuchung doppelt so teuer ist wie das Bußgeld. Das sind nur die Highlights. Tja, was soll ich sagen? Das meiste davon hatte ich vergessen. Sie sehen, das ist eine ganz schöne Latte. Ja, in der Tat. Irgendwann ist die Summe der Pflichtverletzungen so groß, dass eine Entscheidung des Dienstherrn unausweichlich wird. Ja, ich werde Ihnen meine endgültige Beurteilung in dieser Angelegenheit zeitnah schriftlich zukommen lassen. Auf Wiedersehen. Ja. Jetzt haben Sie es gehört. Was? Nicht zufriedenstellende Leistungsbilanz, Frau Springer. Die spinnt doch. Und meine ganzen Fortbildungsmaßnahmen? Was meinen Sie? Inside BKA. Mit Auszeichnung. Goldene Handschelle vom Innenminister. Und meine erfolgreiche Initiative Soko Sonnenbrille. Zählt das denn alles nichts? Das heißt doch immer, man soll sich selbst verwirklichen. Was wollen Sie denn bei sich verwirklichen, Overbeck? Da ist doch nichts. Kommen Sie, Overbeck. Mir wird die Luft hier zu trocken. Georg. Die Versicherung. Was ist mit der? Zahlt meine Rücklagen nicht. Planst du etwa einen Versicherungsbetrug? Glaubst du etwa, ich hatte keine Rücklagen? Ja, hast du das bei der Polizei nicht angegeben? War ich noch gar nicht. Dann statt Anzeige und pack vielleicht noch ein bisschen was drauf. Wie was draufpacken? Bei dem, was geklaut wurde. Oh, außer meinen Rücklagen wurde nichts geklaut. Oh, das weiß doch die Versicherung nicht. Aber das ist ein Versicherungsbetrug. Ach, Unsinn, das ist kein Versicherungsbetrug. Das macht jeder. Danke, Dame. Falls jemand fragt, ich bin in 2 Stunden wieder da. Machen Sie jetzt Sport? Fitness würde Ihnen auch ganz gut tun. Sitzen ist das neue Rauchen. Aber Sitzen ist billiger. Tja. Tut mir leid, aber das ist alles, was ich tun konnte. Dann war das eben nicht sehr viel. Jedenfalls, wenn es mich betrifft. Entschuldigung, wessen Leistungsbilanz ist eine ewig lange Liste von Pannen? Meine etwa. Diese Liste ist einseitig und parteiisch. Nehmen wir doch nur neulich den Fall mit der Mafia. Bitte?
Die Chefin von dieser Müllfirma. Eine lupenreine Mafia-Mutti. Und? Wer hat's gewusst und von Anfang an gesagt? Oder der Passant, den ich damals angefahren habe? Totgefahren. Ja, gut, totgefahren. Aber hinterher hat sich herausgestellt, dass er ein Auftragskiller war. Hinterher, Overbeck, hinterher sind wir alle schlauer. Selbst Sie. Jetzt lassen Sie doch mal diese giftigen Bemerkungen. Die helfen uns jetzt auch nicht weiter. Uns? Wieso uns? Sie sitzen in der Scheiße, mein Lieber, und ich möchte da nicht hineingezogen werden. Ist das Ihre Haltung zum Thema Verantwortung? Mitarbeiterführung? Kollegialität? Nee. Warum auch? Wenn es mal nicht läuft, wird lieber gleich gemobbt. Sind Sie jetzt völlig durchgeknallt, Overbeck? Ich verlange nur Respekt. Und will nicht wie der letzte Dreck behandelt werden. Also das ist mir jetzt wirklich zu blöd. Kommen Sie mal runter, Overbeck. Sehen Sie doch den Realitäten ins Gesicht. Sonst werden Sie nie was bei der Polizei. Das sagt dir der Richtige. Sie haben Ihre Position doch auch nur, weil Sie eine Frau sind. Ach ja? Das muss ich mir nicht bieten lassen. Nicht von einem Würstchen mit Sonnenbrille. Verrückt. Overbeck, du dumme Nuss! Erkennst du mich nicht mehr? Ich bin's, Joe Sondermann. Dein alter Kollege von der Streife. Ugly Joe? Der hässlichste Mann vom Revier? Ich fass es nicht. Grüß dich, gut siehst du aus. Mobkommission klingt doch gar nicht so schlecht. Unter der, ne? Wie heißt der noch? Springer? Ja. Aber momentan habe ich nur Stress mit der. Das war doch eben die Springer, oder nicht? Mhm. Mann, jetzt aber ganz schön gehen lassen, die Alte. Und früher war die mal ein echter Feger. Da hätte ich sie auch mal fast. Muss aber lange her sein. Jetzt machen alle nur noch Ärger. Die machen dich ganz schön fertig, ne? Jahrelanges Fehlverhalten. Was? Ist jetzt das Neueste, hat die Hafenstein gesagt. Die Hafenstein? Ist sie immer noch dabei? Unfassbar. Die war schon früher so zu meiner Zeit. So blöd, einen Eimer mit Wasser umzukippen. Aber wenn es gegen andere geht, ist sie eiskalt und gnadenlos. Jede Wette, die lässt sich über die Klinge springen. Die Springer ist auch nicht viel besser. Natürlich nicht. Wenn du Karriere machen willst heutzutage, dann musst du in der Flasche sein. Nieten sind die neuen Eliten. Was schlägst du vor? Entlassen? Nee, den in den verfetten Arsch treten, Kiel holen, den richtig einen einschenken. Da kommt keiner mehr auf die Idee, dich dumm anzumachen. Verstehst du? Aber du kannst ja nicht alle. Naja, alle nicht. Aber die Hafenstein und die Springer, die werden bei mir an oberster Stelle auf der Liste. Und du? Machst Security? Angestellt? Angestellt? Spinnst du? Da hätte ich ja bei der Bullerei bleiben können. Nein, ich habe meine eigene Firma. Alles, was mit Sicherheit zu tun hat. Gebäudeschutz, Personenschutz, Kampfkunst. Das volle Programm. Die Menschen haben immer mehr Angst. Da rollte Rommel. Eigene Firma. Das hatte schon was. Overbeck, wenn ich dich so reden höre. Bei euch bist du doch auch nur der Schützer Arsch. Bei deiner Erfahrung in der freien Wirtschaft. Da wärst du eine ganz große Nummer. Du meinst, ich soll auch eine Firma aufmachen? So wie du? Nein, Münster ist der Markt schon voll. Aber du könntest bei mir einsteigen. Sicherheit ist das Ding der Zukunft. Entschuldigung, sind Sie vom Einbruchsdezernat? Ja, warum? Ich möchte eine Straftat anzeigen. Und welche? Na, welche Straftat würde ich beim Einbruchsdezernat wohl anzeigen wollen? Fortgesetzten Mundraub? Wie bitte? Bei mir wurde eingebrochen, Mann. Ah, gut. Gleich die Tür hier vorne. Aha. Danke. Entschuldigung, ist abgeschlossen. Ist gut möglich, ist Mittagspause. Ja, und mein Fall? Was erwarten Sie? Wie heißt denn der Leiter dieser Abteilung? Frau Kriminalhauptkommissarin Hafenstein. Hafenstein?
finde ich die Dame? Ist die Tür da ganz hinten? Rechts. Danke. Ach, Overbeck, haben Sie gerade mal eine Minute? Ja? Halbe reicht auch. Ja, ich denke, ich habe da vorhin in dem Café ein wenig überreagiert. Aber ich wollte Ihnen nur sagen, es tut mir leid. Wissen Sie, Overbeck, vielleicht sollten wir in Zukunft ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Ich bin nicht Ihr Gegner, auch wenn das manchmal so scheint. Im Grunde bin ich immer auf Ihrer Seite. Und im Grunde bin ich auch immer für Sie da. War's auch schon. Und wo ist die Kamera? Hier oben. Und der Ton? Da ist das Mikrofon. Und wie geht's an? Sobald eine Bewegung im Sichtfeld registriert wird, startet ein Sensor die Kamera. Genial. Das ist ein absolutes Spitzenprodukt. 64 GB Speicher, Full HD. Und das Beste daran ist, schreiben kann das Ding auch noch. Tag! Können Sie denn nicht anklopfen zum Teufel? Mein Name ist Wilsberg, Frau Hafenstein. Ja, das bin ich. Über den Preis reden wir später. Ja, natürlich. Es geht um einen Einbruch. Ja. Einbrüche können Sie unten im ersten Revier melden. Die Kollegen leiten das dann zu uns weiter. Aber das dauert doch dann eine Ewigkeit. Ja, wenn es sich nur um Einbruch handelt. Was heißt nur Einbruch? Verfolgen Sie dieses Delikt nicht mehr ernsthaft? Ja, sehr ernsthaft sogar. Die Zahl der Straftaten nimmt fortlaufend zu. Ja. Und warum? Weil Bürgerinnen und Bürger ihr Eigentum nicht richtig zu schützen wissen. Und 70% aller Delikte passieren, weil Fenster und Türen nicht ausreichend gesichert wurden. Die Opfer laden die Täter förmlich ein. Vorsorge heißt da das Zauberwort. Ja, lesen Sie mal das. Hafenstein. Wie, ihr habt schon angefangen? Ich dachte um 13:30. Ja. Ja, gut, ich bin gleich da. Ja, und mein Fall? Ja, Hektik. Sitzungen von früh bis spät. Und dann sollen wir noch ganz nebenbei Einbruchdiebstähle aufklären. Ja. Erst haben die pro Jahr zugenommen, dann pro Monat, dann pro Woche, jetzt pro Stunde. Wir reden ein andermal weiter. Hallo, Anna. Hallo, Georg. Wo kommst du her? Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Ach, weswegen? Wegen Overbeck. Wow. Was ein Baby. Die macht Spaß, ja? Die Desert Eagle, Kaliber 44, kommt aus den Staaten. Damit kannst du ja einen Büffel erlegen. Ja, damit machst du jeden Platz, und wen du nicht erwischt. Der hockt dann voller Angst im Keller. Das ist doch mal eine Wumme, oder? Bäm! Wie so eine Erbsenpistole wie bei euch. Sagst du was? Ja, beim nächsten Mal zeige ich dir unsere Kampfsportabteilung. Wir haben uns spezialisiert auf American Kenpo Karate. Und das ist keine rhythmische Sportgymnastik. Einfache Kampftechnik. Du kriegst so lange aufs Maul, bis du nicht mehr aufstehst. Autsch. Komm. Meine Männer wissen, was sie tun. Die fahren dann nur um, wenn sie wirklich wollen. Komm. Ich dachte, du würdest Purzelbäume schlagen, wenn Overbeck gefeiert wird. Und jetzt? Ja, aber ihr denkt alle nicht weiter. Natürlich ist Overbeck ein Underperformer, macht mehr falsch als richtig. Aber wenn das aktenkundig wird, wer ist denn seine Vorgesetzte, wer ist sein Chef? Das fällt doch auf mich zurück. Wenn ich mir vorstelle, was die in den vergangenen 20 Jahren dann alles finden, ich darf gar nicht dran denken. So gesehen hast du ganz recht. Aha, danke. Also Arbeitsrecht ist jetzt nicht gerade mein Spezialgebiet, aber wenn ich mich da reinhänge, dann mache ich das nur, weil du es bist, Anna. Wer sind diese Hafenstein? Ist die wichtig? Na klar ist sie wichtig. Personalräte sind immer wichtig, die soll man auf seiner Seite haben. Richtig. Die sind nämlich unkündbar. Wahrscheinlich weiß die Hafenstein das auch. Heißt was?
Ihr Einbruchsdezernat läuft eher suboptimal. Weil sie dein Einbrecher nicht gleich verhaftet hat? Nur 2% der Einbrüche kommen überhaupt vor Gericht. Ja, und dann liegen wir Steuerfahnder mit unserer Erfolgsquote ja ganz weit vorne. Ja, was Wunder. Ihr arbeitet ja nur Listen ab. Nur, was heißt denn hier nur Listen? Na, wie auch immer, auf meiner Liste steht Overbeck auf jeden Fall jetzt ganz weit oben. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, ich fahre jetzt nach Hause. Ich komme mit. Overbeck. Hallo, ich bin's. Bist du allein? Ich hab's eilig. Ganz schlechter Zeitpunkt. Nur kurz, es dauert nicht lang. Was ist denn? Wegen deiner Anhörung. Das musst du bitte verstehen. Ich versuche, so neutral wie möglich zu sein. Es ist nichts Persönliches, aber ich kann schließlich nicht deine Beförderung empfehlen. Ja, ja, schon klar. Und das, was mal war zwischen uns, das wird davon nicht belastet. Ich möchte, dass du das weißt. Ich weiß. Hast du denn Lust, heute Abend bei mir vorbeizukommen, um der guten alten Zeiten willen? Wenn du ein Problem hast, ich kann Sex sehr gut vom Beruf trennen. Och, nö, vielen Dank. Die Anhörung heute Morgen, die hat mir völlig gereicht. Keinen Bock. Sagen wir, wie es ist. Ich will es. Mit dir. Heftig. So wie früher. Ich sehe die Bilder deutlich vor mir. Mein kleiner Overschleck. Du sollst mich so nicht nennen. Wie habe ich dich denn genannt? Hör zu, Susanna. Das mit uns war ein großer Fehler. Ich war betrunken. Außerdem habe ich jetzt einen wichtigen Termin. Ich muss auflegen. Schlecki. Hallo? Hallo? Ach, Anna. Ja? Ist noch was? Naja, unsere Mittelmeerkreuzfahrt. Gibt's Probleme? Nein. Naja, vielleicht verschiebt die sich ein bisschen. Aber das Schiff, das bleibt, versprochen. Deine Versprechen, die kenne ich, Georg. Sag ganz einfach, dass es nicht klappt. Mensch, ein bisschen Vertrauen wäre schon nett. Ja, Vertrauen. Gute Nacht, Georg. Nacht, Anna. Schön, dass Sie für mich Zeit gefunden haben, Overbeck. Die Springer sagt, ich muss. Sie müssen gar nicht, aber es ist klug. Die Geschichte im Kiosk hat einige Wellen geschlagen. Diese verdammten Kleingeister. Ein guter Bulle baut eben auch mal Mist. Sicher. Deswegen ist es gut, auf eine mögliche Kündigung juristisch vorbereitet zu sein. Ich bin vorbereitet. Ach. Bevor die mir kündigen, kündige ich denen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Natürlich. Wer mich ficken will, der wird gefickt. So einfach geht das. Kanzlei Alexander Höllkamp. Oh mein Gott. Und Sie sind? Der Ehemann. Wie schlimm ist es? Ja, ziemlich schlimm. Sie hat etliche Frakturen und dazu ein Schädel-Hirntrauma. Wir haben sie jetzt erstmal in ein künstliches Koma versetzt. Aber sie wird doch durchkommen. Das werden die nächsten 72 Stunden zeigen. Kann ich zu ihr? Ja, natürlich. Das Fahrzeug in allen Situationen beherrschen. Darauf kommt es an. Klingt ja wie die Autowerbung. Was ist los mit dir? Du freust dich ja gar nicht mehr. Worauf? Auf unsere neue Partnerschaft. Es beginnt eine ganz neue Ära. Doch, doch, sicher. Also, wo ist das Problem? Gibt kein Problem. Alles okay. Das heißt, die Springer.
Was ist mit ihm? Fahrradunfall. Mann, wie kann ich mein Fahrrad fahren? Zeit, dass du von da wegkommst. Ja, genau. Das, was ich dich noch fragen wollte. Wann glaubst du, kann ich bei dir einsteigen? Sobald du die Kohle hast. Wie ganz an dir. Du meinst, ich könnte schon bald kündigen? Na klar. Je eher, desto besser. Komm, dann stell dich mal meinen Mitarbeitern vor. Ja, sehr gut. Oh, Scheiße. Ich weiß, wo deine Dienstwaffe ist. Komm vorbei. Denk an dich, Susanne. Jungs, das war top. Super. Hey, wo bist du? Joe, wir müssen das verschieben. Ich habe einen wichtigen Termin reinbekommen. Sorry. Wo ist denn Alex? Ist noch im Gericht, kommt später. Mensch, Anna, was machst du bloß? Ich glaube nicht, dass sie dich hört. Weiß man's? Zum Glück warst du direkt vor Ort. Na ja. Hätte ich nur ein bisschen länger mit ihr gesprochen. Nur eine Minute. Und ein versuchter Mord. Alles, Kollegen. Und ein dritter Kollege unter Tatverdacht. Meinen Sie mich? Die Rentnerin mag ja senil sein, aber sie hat klar ausgesagt, sie hätten neben der Leiche gestanden. Mit der Waffe in der Hand. Aber das habe ich doch alles schon versucht zu erklären. Ich kam hier rein. So, bitte. Unterschreiben. Was ist das? Ihre Aussage? Dankeschön. Overbeck, Sie werden mir langsam unheimlich. Was machen wir jetzt? Naja, wir warten erstmal die Ergebnisse der KTU ab und dann sehen wir weiter. Mensch, die Hafenstein, die war eine gute. Na Mann, was war denn so wichtig, was du mir nicht am Telefon sagen konntest? Sag mal, spinnst du? Was? Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wie? Bist du endgültig durchgedreht? Was ist denn passiert? Ein Mord und ein Mordversuch. Sag mal, du hast sie doch nicht mehr alle. Ein Mord? Ja, jetzt tu doch nicht so. Die Hafenstein, erschossen in ihrer Wohnung. Mann. Ich hab immer gedacht, du würdest nur eine große Klappe haben. Aber du fängst ja wirklich an, Bullen umzubringen. Jetzt ist aber gut. Wie kommst du auf die irre Idee? Ja, machst du doch oder nicht? Nein, verdammt nein! Wieso lag meine Waffe in Ihrer Wohnung? Deine Dienstwaffe. Wie kam die dahin? Keine Ahnung. Da versucht mir jemand was anzuhängen. Wer? Ich habe keine Ahnung.
aber ich werde es rausfinden. Hallo. Overbeck. Ich brauche Hilfe. Das kann gut sein, aber meine Bürozeit ist vorbei. Das weiß ich. Deswegen habe ich das hier mitgebracht. Sie wissen doch, dass ich nichts trinke. Jedenfalls nicht viel. Ist ein sehr guter Gin. Ich vertrage auch nichts. Kriegt man nicht überall. Und mir wird auch schlecht von dem Zeug. Kann ich vielleicht trotzdem reinkommen? Bitte. Also nach allem, was Sie mir erzählt haben, schlage ich vor, dass Sie sich ruhig verhalten. Und die Dienstvorschriften achten. Einfach nicht auffallen. Verstanden? Da draußen gibt es Leute, die wissen, Männer wie mich verdammt nochmal zu schätzen. Das sind Leute, die machen richtig viel Asche. Richtig Asche. Zum Beispiel Joe Sundermann. Vom Security-Team Sundermann. Da steige ich ein. Nein. Ja. Mit 250. Cash. Haben Sie denn überhaupt zu viel Geld? Ich bekomme einen Kredit. Günstig. Kostet. Ich zeig's. Einen Moment. 200.000? Für 4%? Das ergibt ungefähr. Distanz, Overbeck. Alex, ich meine Frau halt kam, kann ich heute Nacht hier schlafen? Tag, Katha. Guten Morgen, Ecki. Alex. Wie geht's? Frag lieber nicht, Ecki. Du, aber warum ich eigentlich anrufe, kannst du mir ein paar Informationen besorgen? Security Team Sundermann, was ist denn das für ein Laden? Seriös, schuldenfrei, sowas eben. Ja, bis wann brauchst du's? Ja, so schnell wie möglich. War ja klar. Kein Problem. Tschüss. Super. You are the sunrise, you are the bright eyes, you are the warm breeze, you are the silver spree, you are the rolling waves, you are the perfect day, you are the rose thief, the air that I breathe. The queen to my king, the bow to my strings. You are the gold dust, you are the you in us, you are the sunrise. Sie. Ihr Laden hier, der wurde doch letztens überfallen. Ah, die Polizei. Ich warte schon Ewigkeiten. Naja, ich ermittle in diesem Fall. Das ist eine krasse Scheiße. Erst verhaftet den Falschen und dann gar nicht mehr kommen. Was ist das? Ich ermittle die Hintergründe. Hä? Den Täter. Haben Sie den früher schon mal hier gesehen? Saad. Ja. Der hat bestimmt schon mal hier geklaut, ja. Können Sie ihn beschreiben? Auf. Ah, er hatte diese... Abzeichen? Abzeichen, genau, diese hatte er. Ach, wissen Sie, was das bedeutet?
Irgendwas mit American. American. American Kenpo, ah, das hieß es. Kenpo. Was soll das sein? Sportschule, Karate ist das. Die geben Kurse. Welche Sportschule? Mitglied werden. Aktives Mitglied, Fördermitglied, Premium-Mitglied. Sie kennen sich ja gut aus. Ja, das sollte ich auch. Ich bin der Chef. Ist ja praktisch. Ja. Sind Sie bei der AKL? Ach das. Ja, ich bin dabei. Bei der American Kenpo League? Ja. In Ihrem Alter? Warum denn nicht? Na, eigentlich wird die Nadel nur an aktive, besonders erfolgreiche Kämpfer verliehen. Ich weiß. War ich auch mal. Ein Fighter. Bei der AKL. Früher. Ich bin sozusagen Gründungsmitglied. Unglaublich. Wissen Sie, dass wir hier Camp unterrichten? Ach, ist interessant. Ja, wir haben sogar einen, wenn nicht sogar den besten Trainer dafür. Boris, kommst du mal kurz? Boris, darf ich vorstellen, der Gründer der American Kenpo League, Herr... Wilsberg. Ja. Sehr freut. Ihr habt euch sicherlich einiges zu erzählen, oder? Kann es sein, dass wir uns schon mal begegnet sind? Ich weiß nicht. Vielleicht bei einem offiziellen Wettkampf. Oder bei einem Einbruch. Entschuldigung? Beim Einbruch in mein Antiquariat. Haben Sie auch den Kiosk überfallen, dabei eine Waffe mitgehen lassen? Wovon reden Sie? Meine Karte. Falls Ihnen doch noch einfällt, wovon ich rede. Detektiv. Was meint ihr denn mit Einbruch? Ich hab keine Ahnung. Boris, hast du nicht irgendeine Scheiße gebaut, oder? Ach komm, natürlich nicht. Die Anwältin von Herrn Overbeck? Ja, genau. Leider hat der Overbeck sich heute krank gemeldet. Ach, das ist nicht so schlimm. Mir geht es heute hauptsächlich um den ersten Einblick in die Ermittlungsakte. Sicher. Allerdings fehlen noch die Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchung. Ach. Und trotzdem steht Herr Overbeck schon im Fadenkreuz. Fadenkreuz? Klingt etwas dramatisch. Sie müssten mir den Erhalt noch quittieren. Ja. Gut, dann. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Herr Kriminalrat. Und vielen Dank für die Kooperation. Immer wieder gerne. Wiedersehen. Herein. Herr Grabowski? Talkette, was gibt's? Mir ist dabei einer Routineprüfung etwas aufgefallen. So, so. Ja, es geht um die Firma Security Team Sundermann. Kenn ich. Solides Unternehmen. Ja, aber die Firma hat inzwischen große Schulden beim Finanzamt. Rund 250.000 Euro. Schulden gehören zu einem modernen Geschäftsbetrieb. Sicher. Aber die Zahlen passen nicht zusammen. Mit anderen Worten, Sie wollen eine Prüfung. Ja, weil... Nein, genau das wollen Sie nicht. Das ist doch wieder nur eine Ihrer verrückten Verschwörungstheorien. Und wer steckt diesmal dahinter? BND? KGB? CIA? Der Mossad? Also soll ich nicht... Nein! Es besteht kein Verdacht. Noch nicht mal ein Anfangsverdacht. Und deshalb werden Sie die Firma Sundermann nicht mit Ihren schwachsinnigen Nachforschungen behelligen. Nicht. Das ist eine dienstliche Anweisung. Ist das klar? Oh, Overbeck. Wieder gesund? Hä? Hey? Ja, ja, hatte was am Magen. Ja, da kann man ja auch nicht vorsichtig genug sein. Ja, schon klar. Aber was ich fragen wollte, Lütke, die Schlüssel zur Asservatenkammer. Wie hast du? Ja, warum? Ja, ich habe noch so ein paar Beweisstücke, die ich nachreichen muss. Nichts Wichtiges, reine Routine. In die Asservatenkammer darf nur ich, sonst niemand.
Mein Gott, Lütke, das ist doch lächerlich. Wie lange kennen wir uns? Das ist unerheblich. Die Vorschrift besagt, dass... Dass ich da nicht rein darf? Als ermittelnder Beamter? Nur in Begleitung. Nur mit mir. Und auch erst in 2 Stunden. Wieso? Vorher kann ich hier nicht weg. Lütke. Nachtschicht. Polizeischule. Hä? Nackter Arsch im Sangria-Eimer. Nur das eine Mal. Fertig hier? Ja. War eh nur ein Routinecheck. Du weißt, du darfst hier nichts mitnehmen. Mensch, Lütke. Natürlich weiß ich das. Die Sachen haben alle eine Registrierungsnummer. Deswegen bin ich ja da. Ab Nummer 5010. Da ist eine Lücke. Was? Sieh selbst nach. Ja, ich komme ja schon. Oh nein. Ab sofort brauche ich keine Anwältin mehr. Na dann. Also? Was ist passiert? Nun, es sind Dinge eingetreten, wodurch jeglicher Verdacht gegen mich fallen gelassen werden muss. Welche Dinge? Darüber möchte ich jetzt im Detail gar nicht reden. Aber alle Indizien gegen mich können nicht länger verwandt werden. Und wie soll das gehen? Es geht. Das muss Ihnen reichen. Kanzlei Alexandra Holtkamp? Kriminalrat Schaaf. Ja. Verstehe. Ja. Sicher, sicher. Akzeptiert. Gut. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Sie sind so ein gottverdammter Idiot, Overbeck. Was ist? Sie sind in die Asservatenkammer eingedrungen und haben Beweismaterial und die mögliche Tatwaffe entwendet. Wer sagt das? Kriminalrat Schaaf. Woher will der das denn wissen? Von Ihrem Kollegen Lütke. Den verklagen wir. Sofort. Falschaussage, üble Nachrede. Alles, was es gibt. Nein, das machen wir nicht. Sie bringen binnen einer Stunde das Beweismaterial zu Kriminalrat Schaaf zurück. Und wenn nicht, wird heute noch ein Haftbefehl gegen Sie erlassen. Verräter. Was? Geredet hast du bei Schaaf? Nein, kein Wort. Geredet wie ein Wasserfall. Overbeck. Okay. War ein Fehler. Ich habe den Typen wiedererkannt und ihm ein paar Fragen gestellt. Das macht ihn vielleicht nervös, aber mehr auch nicht. Wir brauchen einen neuen Ansatz. Ja. Ecki? Vergiss es. Grabowski will keine Ermittlung gegen die Sportschule. Was? Die Schule hat 250.000 Euro. Er hat es mir regelrecht verboten. 250.000? Das ist genau die Summe, die Overbeck zahlen soll, um da einzusteigen. Kann Zufall sein. Oder Sundermann lässt sich seine Steuerschulden von seinem Freund Overbeck bezahlen. Das ist auch eine Möglichkeit. Wie viele Anteile soll Overbeck dafür bekommen? 10%, soweit ich weiß. Ja, laut Steuererklärung macht die Firma gerade mal 20.000 Euro Gewinn im Jahr. Ja und? Naja, der Unternehmenswert der Sportschule liegt bei etwa 100.000 Euro. Dann zahlt Overbeck ziemlich viel. Eindeutig zu viel. Entweder die Sportschule ist nichts wert, dann wird Overbeck beschissen.
Oder sie ist viel mehr wert. Dann wird das Finanzamt beschissen. Aber wie kriegen wir raus, was stimmt? Na, wie wohl? Ich habe nicht gesagt, dass er sie betrügt, Overbeck. Ich habe gesagt, dass die Möglichkeit besteht, dass er sie betrügt. Es liegt bei Ihnen, welche Konsequenzen Sie jetzt daraus ziehen. Gerne. Wiederhören. Was heißt, du willst meine Bücher sehen? Na, wir wollen ja Partner werden. Da ist das doch normal. Ja, klar, klar. Aber da wirst du gar nicht durchblicken. Hier sind etliche Firmen. Fitness, Security, Beratung. Da werden Gelder hin und her geschoben. Das würde dich nur verwirren. Trotzdem, bei 1,5 Millionen Umsatz? Sag mal, vertraust du mir etwa nicht mehr? Glaubst du, ich lüge dich an? Ich erzähl dir irgendeinen Scheiß? Nein, nein, ich glaub dir. Auch, dass du die Springer und die Hafensteine am liebsten... Was? Die Polizei glaubt, dass die Springer von einem schwarzen Wagen überfahren worden ist. Und? Du fährst einen schwarzen SUV. Liegst du noch ganz sauer? Was willst du damit andeuten? Der hat vorne auch ein paar Kratzer. Weißt du, als ich dich noch nicht wieder getroffen habe, da habe ich mich ehrlich gefreut, dich wiederzusehen nach all den Jahren. Aber da wusste ich noch nicht, was für ein erbärmlicher Charakter du geworden bist. Ich biete dir meine Partnerschaft an und du hältst mich für einen verdammten Mörder. Ich bin immer noch Polizist. Hast du ein Alibi? Ich war unterwegs. Mit wem? Geschäftlich. Zeigen. Nein. So, und jetzt hör mir gut zu. Hör mir ganz gut zu. Ja, ich habe die Springer totgefahren. Und ja, ich habe die Hafensteine erschossen. Und jetzt werde ich dich umbringen. Du Scheißkerl. Aber nicht hier. Nicht in mein Büro. Aber pass gut auf, Overbeck. Pass gut auf. Ab jetzt ist keiner mehr von euch sicher. Keiner. Morgen wieder. Tschüss, Anna. Ein bisschen kannst du schon noch bleiben. Haben wir eigentlich jemals Zeit füreinander gehabt? Naja. Wir hatten immer diese Fälle. Und darin waren wir auch immer ziemlich gut. Ach, Georg. Eigentlich warst immer nur du gut. Ich war immer nur dabei. Nein, nein, das stimmt nicht. Sicher, manchmal hast du mich geärgert. Manchmal war ich sogar richtig sauer. Aber du bist so ein Teil meines Lebens geworden. Wer weiß. Ohne dich wäre ich vielleicht schon längst weg aus Münster. Aber du bist immer noch da. Seit über 20 Jahren. Ja. Irgendwie bin ich immer in deiner Nähe geblieben. Und irgendwie war ich das auch immer gern. Weißt du noch, wie alles anfing? Klar. Verdammt lang her. Aber es ist mir nie lang vorgekommen. Eigentlich können wir ein bisschen stolz sein auf unsere gemeinsamen 20 Jahre. Ja.
Was ist? Was hast du? Deine Hand. Ich kann deine Hand nicht spüren. Aber so ist es doch immer. Ein Arzt! Ein Arzt, schnell! Ja, der spinnt manchmal. Muss man einfach nur neu starten, dann läuft er wieder. Alles gut. Hallo. Ah, da ist er ja noch. Schön. Kriminalrat. Das Ergebnis der KTU liegt vor. Ich will es kurz machen, Herr Overbeck. Das Ergebnis ist eindeutig, Frau Hafenstein wurde mit ihrer Dienstwaffe erschossen. Nein, das stimmt nicht. Sie sagen jetzt besser nichts mehr, Herr Overbeck. Aber das ist doch Wahnsinn. Seid ihr denn alle durchgedreht? Es tut mir leid, aber ein Zweifel ist ausgeschlossen. Das ist eine Intrige. Man will mich fertig machen. Ich bin unschuldig, verdammt! Overbeck, dann bleiben Sie mal ruhig. Kommen Sie, Herr Overbeck. Das war alles Abdi Joe. Der will euch alle umbringen. Ja, natürlich. Ich war bei ihm. Er wollte auch mich töten. Ja, wir warten jetzt erstmal ab, was der Haftrichter sagt. Haftrichter? Sind Sie irre? Wir müssen jemanden alarmieren. Wilsberg. Von mir aus auch Wilsberg. Ja, sicher. Aber wir müssen erstmal sehen, wie die Staatsanwaltschaft argumentiert. Oh, verdammt. Was ist denn? Da hinten. Da kommt Joe Sundermann. Ja, und? Ach, gibt's noch was? Kann ich Ihnen helfen? Nein, nein, alles gut, vielen Dank. Herr Kriminalrat, Sie sollten besser wieder zurück. Was? Zurück ins Büro! Wie bitte? Mein Mandant, die Nerven, es ist einfach die Gesamtsituation. Sie sind womöglich in großer Gefahr. Was, ich? Wieso? Da kommt ein Mann direkt auf uns zu. Wie der da hinten? Nicht hinsehen, nicht provozieren. Was soll denn dieser Blödsinn? Deckung alle runter! Overbeck, nun gehen Sie doch runter von mir. Er wollte Sie umbringen. Ach, ich wollte nur eine Anzeige erstatten. Man hat mir mein Auto geklaut. Suchen Sie jemanden? Ich brauche Ihre Hilfe. Ich verstehe, Sie wollen ein Buch kaufen und benötigen fachmännische Beratung. Mir ist nicht zum Scherzen, verdammt. Na, kommen Sie erst mal rein. Auto geklaut. Ganz schön clever. Damit hat er das wichtigste Beweismittel aus der Welt geschafft. Sie glauben, er war's? Absolut. Joe war immer schon etwas durchgeknallt. Kennen Sie einen Boris? Wer soll das sein? Ein Trainer bei Sundermann. Und? Und der Typ, der hier eingebrochen ist. Was hat das mit der Hafenstein zu tun? Das eine ist ein Mord, das andere ein Diebstahl. Wo ist da die Verbindung? Na, vielleicht ist dieser Boris die Verbindung. Hören Sie, Wilsberg, ich bin auf der Flucht und werde des Mordes verdächtig. Die Hälfte aller Bullen dieser Stadt sucht mich deswegen. Ich brauche jetzt echte Hilfe und nicht irgendwelche Detektivspinnereien. Und Sie glauben, Sie können in Ihrer beschissenen Situation unsere weitere ermittlungstaktische Strategie bestimmen? Aha. Dann muss ich das wohl tun. Nichts gegen Ihre ermittlungstaktische Strategie. Aber wir starren jetzt seit 2 Stunden auf das Gebäude und nichts passiert. Geduld ist die Mutter des Erfolges. Wenn er gar nicht da ist, wenn er frei hat oder gefeuert wurde. Da ist er. Der mit der Kiste? Ja. Oh mein Gott. Das ist er. Ich weiß. Nein, das ist der Typ vom Kiosk, der meine Waffe geklaut hat. Ich weiß. Ja, aber wenn Sie das wissen, warum unternehmen Sie dann nichts? Wir unternehmen noch was. Na, was? Ihn beschatten.
Ist er also der Mörder von Susanne Hafenstein? Im Auftrag von Ugly Joe. Könnte passen. Aber dafür haben wir keine Beweise. Er fährt aus der Stadt raus. Wo sind wir hier überhaupt? Kurz vor Imstetten. Ist einer hinter uns? Nein, wieso? Weil ich gesucht werde. Langsamer. Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Zum anderen. Was? Was passt wozu? Kommen Sie mit. Sind Sie verrückt? Der Dorfpolizist könnte mich ja festnehmen. Dann warten Sie eben hier. HD-Kameras? Leute sind verrückt danach. Das sind derbe schwer zu besorgen. Gibt's doch genug Adressen von mir. Dafür habe ich was Feines gemacht. Was ist das? Eine richtige Zimmerflagge. Lag in der Sportschule rum. Sag mal, hast du sie noch alle? Ich handle nicht mit Waffen. Sowas kann man immer gebrauchen. Bring sie zurück. Bei sich zu Hause eine Alarmanlage von dieser Firma? Nee. Seien Sie froh. Wieso? Weil bei Ihnen sonst schon längst eingebrochen worden wäre. Also jetzt verstehe ich nur Bahnhof. Dillinger verkauft Alarmanlagen. Boris bricht dann in seinem Auftrag bei dem Kunden ein und bei Dillinger ist das Diebeslager. Und der Einbruch bei dir? Falsche Adresse. War sowas von. Wie heißt der Typ? Dillinger. Danke. Dillinger. Und den soll ich überprüfen? Ja. Also eigentlich dachten wir, könntest du mal wieder was für deine Fitness tun. Genau. Ich? Wieso? Ach so. Nein, Sie können absolut sicher sein. Können Sie nicht klopfen? Entschuldigung. Nur kurz. Meine Überstunden. Sehen Sie nicht, dass ich telefoniere? Nur unterschreiben. So, ich bin wieder dran. Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Auf Wiederhören.
Verdammt nochmal, Talkötter! Sie sollen anklopfen! Entschuldigung. Der Stift. Danke. Das war ein Snapping Twig. Und jetzt greif mich an. Aua! Kenpo ist kompromisslos, aggressiv und effektiv. Ja, vielleicht sollten wir doch lieber mit etwas Leichterem anfangen. Das war leicht. Ja, vor allem vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Das ist dann nicht mehr Kenpo. Das macht ja nichts. Okay. Einfache Abwehrgriffe. Befreien aus unfreundlicher Situation. Ja, genau. Genau das. Okay. Dann du bitte greifst deine Frau an. Freundin. Bekannte. Okay, dann fass doch also deine Bekannte am Unterarm. So hier. Ja. Und du winkelst jetzt den Ellbogen an. Sehr gut. Und jetzt in Richtung seines Daumens aus seinem Griff herausdrehen. So. Jawohl, sehr gut. Und gleich darauf einen Schritt zurück. Arme in Abwehrhaltung. Sehr gut. Und laut rufen. Halt, stopp, loslassen. Halt, stopp, loslassen! Sehr gut. Und jetzt bitte einmal das Ganze ohne mich. Mein Daumen! Halt, stopp, loslassen! Aua, was soll das? Was denn? Du hast mir fast den Daumen gebrochen. Das ist mal richtig. Ich hab doch gesagt, du sollst loslassen. Vorsicht! Da ist nichts gebrochen. Oh, Pause. Boris, komm mal her. Okay, ich komme gleich wieder in 10 Minuten. Warten Sie bitte hier. Ich finde, dass du jetzt ein bisschen übertreibst. Du meinst, das war gespielt? Mein Daumen. Echt? Ich wusste gar nicht, dass ich so gut bin. Ja, du bist einfach... Was ist denn jetzt? Warten wir, oder? Ach so, nein, natürlich nicht. Komm. Du... Mann, Boris, das war jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis die Polizei hier aufkreuzt. Es tut mir leid. Tut dir leid? Mann, das war Fahrerflucht. Mit Körperverletzung, vielleicht sogar noch mit Todesfolge. Glaubst du, da landen? Tut mir leid. Fuck, Mensch, Boris, ich leih dir einmal meine Karre. Einmal. Und du fährst damit der Frau über den Haufen. Und noch dazu eine Kommissarin von der Mordkommission. Das war doch keine Absicht. Es war dunkel, es war scheiß Unfall. Ich hab gar nichts gesehen dort. Okay, geschenkt. Aber hier, dann erklär mir mal das. Was soll das hier? Kameras, Monitore, Laptops. Und erzähl mir jetzt kein Blödsinn, weil ich weiß, dass du einen Schlüssel hast für den Raum. Also, ich höre. Also was soll ich sagen? Na, ich hab das besorgt. Besorgt? Für wen? Einen Bekannten. Einen Bekannten? Aber das ist doch gestohlen, oder nicht? Naja, zum Teil. Mann, Boris, das ist scheiße. Du schaffst dieses Zeug sofort hier raus. Weil wenn die Polizei davon mitbekommt und ihr aufkreuzt, macht sie mir die Hölle heiß. Aber ich schwöre dir, vorher mache ich dir die Hölle heiß. Verdammt! Marmelade. Konfitüre. Marmelade. Nee, eben nicht. In Marmelade gehören Zitrusfrüchte. Das ist eine Vorschrift. Wussten Sie das? Wussten Sie, dass Anna mal händeringend Orangenmarmelade gesucht hat? Marmelade? Hm. Hat sie dann auch gefunden. Raten Sie mal wo. Im Knast. Also, Marmelade im Knast. Sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich war das Fruchtaufstrich. Overbeck! Glauben Sie, es ist hier mit Vollpension? Nein. Sind Sie froh, dass Sie überhaupt was kriegen? Pinkes Handy? Ist das Ihres? Nee, gehört der Havenstein. Zeigen Sie mal her. Hey, geben Sie das wieder her, es gehört Ihnen nicht. Aber Ihnen noch viel weniger. Sie haben
eine neue Nachricht. Empfangen, Freitag, 19.17 Uhr. Sie haben die Mailbox aktiviert. Hallo, Frau Hafenstein. Ich bin's, Boris. Es geht um eine Aussage beim Staatsanwalt. Wenn ich da Namen nennen soll, dann wird das ja bekannt. Das könnte dann Ärger geben. Also, ich rufe nochmal an, deswegen. Ciao. Haben Sie das gewusst? Nee. Aber jetzt weiß ich's. Ja, hallo? Hallo, Boris. Hier ist Wilsberg, der Privatdetektiv. Erinnern Sie sich? Woher haben Sie meine Nummer? Vom Handy von Frau Hafenstein. Ich kenne keine Frau Hafenstein. Doch, kennen Sie. Sie haben sogar für sie gearbeitet als Polizeispitzel. Das ist nicht wahr. Natürlich ist das wahr. Gut. Ich will Straffreiheit. Dann packe ich aus. Boris, ich brauche Namen. Gebe ich Ihnen heute Abend. Wo treffen wir uns? Heute Abend um 10 Uhr. In der Tiefgarage der Sportschule. Herr Sundermann. Tag auch. Wollen Sie zu mir? Oh, ich war gerade in der Nähe. Ich dachte, Ihr Wagen ist gestohlen. Na, er ist wieder aufgetaucht. Und Sie sind sicher, dass er nicht in einen Unfall verwickelt war? Doch, war er. Mit Personenschaden. Scheint Sie aber nicht besonders zu stören. Ich war ja nicht der Fahrer. Sondern? Einer meiner Angestellten. Sie kennen ihn. Boris, der Kampftrainer, hat er mir gestern Abend gestanden. Der hat den Unfall verursacht. Ja, der Trottel. Ich mache mir Sorgen um ihn. Wieso? Na, eher wegen seiner Nebentätigkeiten. Sie wissen davon? Dann wissen Sie auch, dass er für die Polizei arbeitet. Boris arbeitet für die Polizei? Ja, für die ermordete Frau Hafenstein. Schönen Tag noch. Wünsche ich Ihnen auch. Ich treffe ihn heute Abend. Und wo? In der Tiefgarage der Sportschule. Ah, wie praktisch. Wieso? Schau dir mal den Technikraum an. Was ist denn damit? Voll mit Diebesgut. Boris? Sind Sie hier? Ich bin's, Wilsberg. Boris? Wir haben die Leiche gefunden. Ja, Boris und ich, wir waren hier quasi verabredet. Sie kannten den Toten? Er ist der Mann, der Overbecks Knarre geklaut hat. Aber wieso weiß ich nichts davon? Tja. Wie soll ich denn derartig hochkomplexe Ermittlungen leiten, wenn ich überhaupt kein Personal mehr habe? Eine Kollegin erschossen, eine Kollegin im Koma und der Dritte auf der Flucht. Ach, ich muss Bielefeld anrufen, die soll mir Leute schicken. Lütke,
Der Laden lief mit Anna und Overbeck schon schlecht. Jetzt läuft er ohne die beiden tatsächlich noch schlechter. Und wir haben keinen Kronzeugen mehr. Die Welt ist böse und gemein. Finden Sie das komisch? Polizistenmord? Ruhig Blut, Overbeck, noch ist es nicht so weit. Den Mord an diesem Boris hängen die mir auch noch an. Da fragt sich bloß, wem der Mord an Boris was nutzt. Na, Ugly Joe natürlich. Auch wenn das mit der Springer ein Unfall war. Aber das ist so ein durchgeknallter Bullenhasser. Und unser Hauptverdächtiger. Sag mal, Alex, kann das sein, dass das deiner ist? Ich weiß gar nicht. Du, ich nehm den gern. Was ist das denn? Sieht aus wie ein USB-Stick. In einem Kugelschreiber? Wir brauchen einen Laptop. Na, ich hab keinen. Ich hab einen im Auto. Und jetzt? Jetzt lädt er. Und dann? Grabowski. Bin wieder dran. Also, wie gesagt, Herr Sundermann, unsere Abmachung geht natürlich weiter. Es wird bei Ihnen so schnell keine Steuerprüfung geben. Ja, und ich schätze durchaus die 100 Stunden Gratistraining. Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Auf Wiederhören. Verdammt nochmal, Talkötter. Sie sollen anklopfen. Der Stift. Dahl. Das war ich und Grabowski. Dieser korrupte Bastard. Was ist denn das für ein Film? Ein Kugelschreiber mit eingebauter Kamera. Warte mal, da ist ja noch was drauf. Bitte. Wir haben die Bilder der Überwachungskamera. Sie müssen noch Lütke, die Ratte. Die Oberbeck in der Asservatenkamera. Nein, habe ich nicht. Was? Und wie er die Beweismittel mitgenommen hat. Ich habe nichts gesehen. Lütke. Mein Freund. Ach, wissen Sie was, Lütke? Ich brauche doch Ihre Aussage gar nicht. Die Überwachungskamera, die reicht mir voll und ganz. Da? Sehen Sie das? Scharf wusste gar nichts. Der hat nur geblufft. Und Sie sind drauf reingefallen. Ja, Sie haben es doch unterschlagen. Das weiß Scharf doch nicht. Alex, bist du das? 200.000. Für 4%. Das Maß im Jahr ungefähr. Alex und Overbeck. Distanz, Overbeck. Alex. Oh mein Gott. Ich meine Frau Holtkamp. Kann ich heute, ne? Hier schlafen. Du und Overbeck, ihr scheint euch ja ziemlich nahe zu stehen. Ich... Er hat bei dir geschlafen? Mensch, er tat mir leid. Los, Overbeck, sagen Sie, dass nichts passiert ist. Wohl dem, der da immer meint, dass ihm das oder jenes nicht passieren kann. Was? Overbeck hat in meinem Büro geschlafen. Allein. Sagen Sie, dass es so war. Das ist jetzt unter meinem Niveau. Wo will er denn jetzt hin? Der kommt schon wieder. Guck mal hier. Die Hafenstein. Das Datum. Das ist der Tag des Mordes. Möchten Sie was trinken? Ja, ist da jetzt der Mörder drauf? Also gut, hiermit erkläre ich, Frau Holtkamp und ich hatten nicht wirklich Sex. Gar keinen Sex. Gar keinen. Okay, Frau Holtkamp und ich hatten nicht wirklich gar keinen Sex. Overbeck, sprechen Sie mir einfach nach. Frau Holtkamp, Alex, lass den Quatsch. Overbeck, wir nehmen Ihr Auto. Wir fahren weg? Jo, gibt einen wichtigen Hinweis. Ich muss in die Kanzlei. Viel Glück. Vielleicht sollten wir ein bisschen schneller fahren. Sie vergessen, dass ich gesucht werde. Eine Verkehrskontrolle und ich bin geliefert. Was auch reizvoll wäre. Und darf ich fragen, was Sie zu mir führt, Herr? Sundermann. Security-Team Sundermann. Mhm. Mein Mitarbeiter wurde ermordet. Oh. Das tut mir leid. Boris war sein Name. Klingelt's da bei Ihnen?
Nein, noch nie gehört. Ach nein? Seltsam. Er hat mir nämlich erzählt, dass er für Sie Einbrüche durchgeführt hat. Einbrüche? Für mich? Bitte Sie. Das ist doch absurd. Lüg mich nicht an, du Scheißkerl. Er hat Besuch. Oder einen ungebetenen Gast? Dauert einen Moment. Und? Sind Sie hier irgendwo ein Diebeslager? Bitte, schauen Sie sich ruhig alles an. Hört ihr das? Egal jetzt. Zur Seite. Ah, was haben wir denn hier? Sieht mir nicht nur nach Sicherheitstechnik aus. Mobiltelefone, Anlagen, Kameras, Rekorder. Was wird denn das tun, Nappel? Willst du mich etwa erschießen? Halt die Fresse! Da lang, schnell! Na, wie fühlt sich das an? Nicht so schön, oder? Das Spiel ist aus, Ugly Joe. Bist du irre, ich doch nicht. Joe Sundermann, ich verhafte dich wegen des Verdachts des Mordes an Susanna Hafenstein und des versuchten... Overbeck! Nicht schon wieder. Was? Nicht er. Der andere. Danke. Was? Sag mal, habt ihr sie noch alle? Der Typ wollte mich gerade umbringen. Ich bin unschuldig. Das stimmt nicht. Sie waren am Tag des Mordes im Wohnzimmer von Frau Hafenstein. Das ist eine Lüge. Wahrscheinlich hat Frau Hafenstein Ihnen gedroht, Sie mit der Aussage von Boris für Jahre ins Gefängnis zu bringen. Nein, nein, das ist alles nicht wahr. Boris war mein Freund. Und Mitwisser. Deswegen haben Sie ihn aus dem Weg geräumt und es sollte so aussehen, als wäre es Herr Sundermann gewesen. Nein, nein, das ist alles gelogen. Ich wollte die Hafenstein gar nicht umbringen. Das war im Affekt. Quatsch, das war geplant. Sie haben den Kugelschreiber umgedreht, um die Aufnahme zu stoppen. Was? Sie und Frau Hafenstein waren die Einzigen, die wussten, dass in dem Kuli eine Kamera eingebaut war. Und Sie haben sie mit Overbecks Dienstwaffe erschossen. Nehmen Sie die Hände nach oben. Beide. Hinter den Kopf. Treten Sie langsam nach vorne. Funkstreife hat Overbecks Wagen entdeckt. Die haben dann sofort Verstärkung gerufen. Naja, war auch ein bisschen Glück dabei. Ich erzähle dir das alles, obwohl du mich wahrscheinlich nicht hören kannst. Aber vielleicht ja doch. Man weiß ja nie. Ja.
Overbeck hat dich geweckt. Also irgendwie hatte ich mir das Mittelmeer anders vorgestellt. Es erinnert mich ja alles so an den Aasee in Münster. Du hast auch an allem was auszusetzen. Gib zu, das hat dir gefehlt. Nein, das hat mir nicht gefehlt. Du hast mir gefehlt.